Weil ich versuche jetzt halt Minuten ein Video zu machen. Das ist mir jetzt schon 10 Mal daneben gesammelt. Ich versuche jetzt noch einmal, letztes Mal jetzt mein Video zu machen. Also, liebe Fans, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Mike Vidal TV. So, das haben wir schon mal hingekriegt, weil ich war die Tage echt angeschlagen, war mich nicht gerade gut, weil mich hat es auch erwischt mit einer Grippe. Ich hatte Mandelentzündung gehabt, ich lag die ganze Tage hier und kämpfte mit Fieber, mit Schlappheit etc. Alles, was dazugehört. Meine Frau lag drüben auch. Und irgendwie hat man immer noch so ein bisschen dusselige Nebenwirkungen von den ganzen Medizin. Ein starkes Antibiotikum musste man nehmen. Und ihr wisst ja, das macht ja einen wuschig und das ist ja von oben unten. Denkst du manchmal, wo hast du da reingenommen? Aber trotz, jetzt bin auf dem Level, wo es wieder heißt, ne? Geht weiter, morgen gehe ich wieder arbeite, bin auch froh. Nächste Woche habe ich Urlaub und ich muss mal schauen, wie ich es alles hinkriege. Jetzt kommt erstmal Karneval. Ich habe für Altweiber, für unsere Feier, mein Kostüm hier liegen und das werde ich auf jeden Fall machen darf, wenn. Und ich habe noch mal, es kommt übrigens auch noch mal ein neues Lichtschwert, habe ich mir bestellt, ne? Man ist zu Hause. Na, man hat wirklich Langeweile und ich habe überlegt, weil meine Frau hatte mich auf einen Anbieter getan, hingewiesen. Temu. Also Temu ist ein Anbieter aus den USA, glaube ich, ne? Aus dem Ausland. Und die haben auch super Lichtschwerter. Da habe ich mal eins bestellt, das kommt irgendwann in kommender Zeit. Das hat 25 Euro gekostet, kostet normal vorher über 50, 60 Euro. Habe ich mir bestellt, wenn es soweit kommt. Mache ich hier nochmal ein Review-Video zum Thema Lichtschwert. Und ich habe jetzt hier die Tage auch nochmal so eine Halterung. Das war mal von irgendeinem Verdampfer hier. Der Kopf habe ich abgemacht. Dann habe ich dann hier für den Gürtel was gemacht, damit ich das Schwert auch mal am Gürtel tragen kann, wie das andere. Weil ich habe keine Lust, dieses Schwert immer mit der Hand rumzuführen. Nein, keine Sorge, ist nichts Gefährliches, ist einfach nur eine Deko-Film-Requisite ohne irgendwelche Schussfunktionen, einfach nur für Kostüme oder einen Film zu machen. Trotzdem verboten, draußen rumzulaufen. Und deswegen habe ich das hier vorne etwas orange markiert. So, aber ihr seht, das ist auch ein Star Wars Blaster Gewehr, was ich gebaut habe, ist aus Edelstahl. Ihr seht auch, es ist sehr, sehr, sehr dick vorne. Am besten zeige ich euch, am besten mal euch mal auf dem Tisch mal hier. Zeige ich euch mal im Weiten. So sieht das gute Stück aus. Hier unten ist der sogenannte Plasma-Granatwerfer. Ne? Ist als Deko gedacht, nur hier oben würden die Blasterschüsse rauskommen, wenn man einen Film gebrauchen würde. Und hier ist eine Schulterstütze, die man rausfahren kann. Es fehlen noch ein paar Einzelheiten für den Gurt, wenn man es tragen kann. Aber so sieht das gute Stück aus. So sieht es von der anderen Seite aus. Ihr seht, hier ist auch kein Abschussknopf. Also Tigger ist hier nicht vorhanden. Hat auch keine Schussfunktion, gar nichts. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, dass ich die kommende Zeit mal da LED einbaue. Da auch ein paar Features reinhauen kann. Also im Ganzen finde ich ganz okay. Habe ich schwarz lackiert mit ein bisschen Auto-Lack. Farbe und dann wieder mit der Bürste und mit Pfeilen wieder abgenutzt. Damit es abgenutzt aussieht. Ja, und so sieht das gute Stück aus. Und dieses gute Stück wollte ich euch auch nochmal hier auf meinem YouTube-Kanal zeigen. Das war es auch schon für ein Video. Wenn euch dieses kurze Video gefallen haben soll, lasst einen Daumen oben und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren für meine ganzen fleißigen Bausachen, die ich hier mache. Dann sehen wir uns wieder. Euer Mike, immer am Start. Bis dann. Ciao.